Willkommen, herzlich bei Star Wars Projekt, Projekt Star Wars für Oldies, für die ersten überhaupt, die Star Wars jemals gesehen hatten und heute ihr Alter haben. Wir wissen alle, dass Darth Vader eine fiktive Figur aus Star Wars Reihen war. Darth Vader ist und bleibt die tragischste Figur aus dieser Star Wars Reihe. Er ist eine Haupt- oder er ist die Hauptfigur, er ist der Hauptgegner der ursprünglichen Trilogie. Aber als Anakin Skywalker ist er der Hauptdarsteller der Prequel-Trilogie, der 1, 2 und 3. Ist dennoch eine tragische Figur. Vergessen wir nicht, die Verbrennungen waren bestimmt, auch in den Genitalien. Er war so dermaßen deformiert, dass die Schmerzen unendlich. Und diese Darth Vader-Figur ist bei uns der absolute Held und bleibt bis heute der absolute Held. So, ich muss natürlich Videos machen für meine schärfsten Kritiker wie Alpo, Professor Snasnik Wesnosli, Nuschelschmalz, Skywalker 74, das ist noch in Ordnung. Ist halt so, das sind die härtesten, die immer Kritik üben. Es finde ich gut, dass überhaupt Kritik geübt wird, wenn man irgendwas nicht versteht wie Acho. Ja, also, wie das richtig ausgesprochen wird, weil es ist ja I, dass man A-C-H-O, also Acho, dieses Skellig Michael, die Insel von Michael, ja, Skelly Island, das, also die irische Insel genommen hat, die wiederum die Ehefrau von J.J. Abrams. Die Ehefrau von J.J. Abrams ist aus Irland und hat halt dieses ihm gezeigt, wo natürlich auch nachher bei den Dreharbeiten einiges passiert ist, was da nicht so gut war, dass da, wie gesagt, die Küken aus den Nestern und die Möwen diese Küken dann gefressen und so weiter und so fort. Da ist er halt ein Naturschutzgebiet und wie dann der Johnson das dann übernommen hat und da, wie gesagt, diese Porks eingearbeitet hat, naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Also an alle E-Mail-Produzenten, die mir hier E-Mails andichten und wilde Themen des Nichterfolges und was weiß ich nicht, ihr habt ja tolle Ideen, ihr schreibt ja tolle Sachen, aber dreht doch selber und macht es dann auch und zeigt es uns dann auch. Ihr könnt zwar wunderbare Sachen schreiben, ihr könnt wunderbar einen Menschen denunzieren, niedermachen, ihr könnt dumme Sachen schreiben, wie die genannten Kritiker. Wenn man doch schon Nuschelschmalz heißt, ist doch klar, dass man nichts versteht. Da kann man doch nicht sagen, ich habe nichts verstanden. Ja? Ja, wie gesagt, diese irische Insel, die die Ehefrau von J.J. Abrams da sich ausgedacht und alle haben es angenommen und haben dort gedreht, ist natürlich heute auch ein Ausflugsziel. Auf eine Art hat man das ja alles so gewollt, aber natürlich nicht so. Da, wo die Natur ist, sollte die Natur auch bleiben. Und so ist es auch mit Star Wars. Star Wars, wie gesagt, ist eine tragische Figur. Das sind alles so Märchengestalten. Und wenn man sagt Darsteller, weil Chewbacca lebt, ist eine Märchenfigur. Aber der Darsteller, die Darsteller, die Chewbacca darstellen, ist ja egal, wie die geheißen haben. Das sind freie Leute, freie Schauspieler oder freie Berufliche, die halt in ein Kostüm sich stecken und dann arbeiten. So, es ist nicht Chewbacca. Ja, es ist nicht Chewie, ja, und all solche Sachen. Und wenn man dann liest und mitbekommt, dass zum Beispiel ein Harrison Ford gar keine Interesse hatte und einfach nur und froh war, endlich los zu sein, da nichts mehr mit zu tun zu haben, auch auf irgendeine Art auch nicht wiederkommt, ist mir noch was aufgefallen. Wenn Leute, wie gesagt, nur die Videos sehen, beziehungsweise die Filme im Kino sehen. Wenn sie also nur diese Filme im Kino sehen, können sie gar nicht wissen, was ist mit Darth Vader oder mit den einzelnen Figuren. Was ist wirklich mit Leia? Man sieht da etwas und dann war es das. Man weiß auch gar nicht, warum die geheiratet haben. Und das weiß man alles gar nicht, wenn man nur die Filme gesehen hat. Dann müssen wir uns ja mal auf die Krawattennadel stecken da und sagen, ey Leute, hier stimmt was nicht. Wichtig ist, dass George Lucas, der Schöpfer des Ganzen, ja, 6 episodische Filme der Serie
die Tragödie von Darth Vader bezeichnet. George Lucas sagt, das ist die Tragödie von Darth Vader. Ja? In seinen Trilogien, in seinen 6 Episoden. 6 Episoden, das ist die Tragik von Darth Vader. So, und für alle, die natürlich so tief eingetaucht sind, dass sie genau wissen, warum Darth Vader so leidet, weil er sich das Hörspiel über den Dark Lord angehört hat oder irgendwelche Comics gelesen hat oder Zusatzbücher. Also er ist so tief eingetaucht, um das Verständnis zu haben, wieso, weshalb, warum Star Wars so ist, wie Star Wars eigentlich ist. So. Wer jetzt aber The Resistance nicht gesehen hat, natürlich ist das was anderes, ist anders gezeichnet. Aber wenn man Resistance sieht und wenn man dann sieht, dass diese Ordnung, ja, dass diese Ordnung diese Planeten zerstört und wenn man dann sieht, wie einer zusammensackt, weil seine Heimat zerstört worden ist, das passt ja dann alles. Man erkennt da eine Menge, ja. In dem Hollywood-Film 7 haben wir es ja auch gesehen, dass da Planeten zerstört wurden. Wir haben aber nicht gesehen, wie die Hinterbliebenen auf anderen Planeten, wie die gefühlt haben. Und dieses Fühlen konnte man bei Resistance sehen, wie die gefühlt haben. So, und das Projekt Star Wars ist halt eine Mischung aus allem, was man hört, liest, sieht und feststellt. Man stellt fest, dass es da welche gibt, die halt nur diese 2x-Trilogie sehen, ja? die Tragödie in den Episoden sehen über Darth Vader. Man muss ja sehen, worum geht es denn da überhaupt? Es geht um Darth Vader, der als Anakin Skywalker zu dem gemacht wurde, was er war nachher. Ja, und nachher wurde er wieder bekehrt durch Luke, seinen Sohn. Und ja, mehr war da nicht, wenn man sich nur das ansieht. Man hat in den Filmen nicht gesehen, dass Han Solo mit Leia sich verheiratet, dass sie ein Kind bekommen und so weiter. Man wird einfach auf die Tatsache, patsch, da kommt einer, der heißt plötzlich Kylo und ist der Sohn von Han Solo und Leia Organa. Patsch, Ende aus. Ja, all solche Sachen, wenn man sich das anschaut. Und wenn man nachher sieht, die ganzen Schnitte, ja, dass da was fehlt, vieles fehlt. Man zeigt uns, dass da was fehlt. Also nur für die, die das Interesse haben, das zu sehen. Einzutauchen, in die Tiefe eintauchen, sich die Tiefe anschauen. Ne? So, sie schauen sich die Tiefe an und merken nicht, ja, sie bemerken nicht, dass da was fehlt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Ja? Die schärfsten Kritiker, also meine schärfsten Kritiker, wisst ihr ja, die knallen mir da Sachen drunter oder schreiben mir hier so wunderbare Sachen da und wollen da irgendwelche Filme drehen. Ja, das ist halt so. Was haben wir denn da? Also Anakin Skywalker ist ein kleiner Junge am Anfang, dann ein pubertärer Junge, dann ein Ausraster, der alles kann, der danach alles killt, ja? Den gesamten Jedi-Orden macht er platt. Wird zu Darth Vader, so Lord Darth Vader. Und alles applaudiert, hey, super. In den Kinofilmen, in den richtigen Kinofilmen, fehlen so viele Informationen, um an Star Wars ranzukommen. Nur die Eingefleischten, die wenigen Eingefleischten, die dann also auch zu Kritikern werden, die einen dann einen erzählen. Ihr müsst einfach mal alles sehen. Ich versuche ja, so einen Bogen zu spannen. So einen Bogen zu spannen von uns Älteren zu den Jüngeren, die was ganz anderes sehen oder ganz andere Figuren sammeln oder mit ganz anderen Geschichten groß werden. So sieht's aus. Und darüber müssen wir ja mal nachdenken. Man muss nicht immer ein erzählen, ja? Also wie gesagt, J.J. Abrams ist okay, indem er das macht, was er macht. Dieser Ausrutscher mit Johnson, Brian Johnson, der, keine Ahnung, welche Figuren der da hochgezogen hat, hat wohl auch gedacht, oh, die Figuren ziehen wir mal hoch, die Leute werden diese Figuren schon sammeln und kaufen. Keine Ahnung, was die da gedacht haben. Manchmal frage ich mich, denken die am Film oder denken die am Verkauf? Disney denkt natürlich ans Verkaufen und merkt halt, stopp, hier können wir nichts verkaufen, hier läuft was schief, wir machen das anders. Ja, Disney Plus ab November, dann
Disney Resort, ne? Auch ab Herbst, auch ab November. Und die andere Welt kann kommen, kann vorbeikommen in Galaxy of Age, ins Resort, Orlando, ne? Und all solche Sachen. Ja, wenn man Geld hat. Wenn man Geld hat, kann man überall hingehen. Wenn man kein Geld hat, kann man nirgendwo hingehen. Das ist halt so. Ja, also wie gesagt, unterscheidet doch mal bitte mit Star Wars. Es ist nicht alles da oben, was Gold, was glänzt und Silber ist und quatscht. So wie 3DIPO oder andere Droiden, die da plötzlich aussehen wie Lampenschirme auf Rädern, die da durch, 7O zum Beispiel, keine Ahnung, dass die sowas da gebaut haben, also ist auch keiner hat applaudiert bis heute. Sieht auch auf Bildern nicht gerade witzig aus. Ja, müsst ihr aber wie gesagt selbst entscheiden. So, ich habe also heute nochmal ein Replay gemacht auf das letzte Video, weil man mich nicht verstanden hat. Es ging halt um das Original, um diese Insel, die halt die Ehefrau dem J.J. Abrams gezeigt hatte. Mal, könnt ihr nicht da drehen, das bringt doch was. Ne? Wurde dann ACH-O, also ACHO irgendwie. Ihr habt da keine Ahnung, was ihr daraus gemacht habt. Habe ich schätzungsweise zu leise gesprochen. So, wie gesagt, Anakin war ein Ausraster, war ein Jüngling, war ein Pubertärer und war ein Verliebter, war wesentlich jünger, wie seine sogenannte Frau. Ja? So, und Amidala war an sich älter. Ja? Und im Film konnten auch viele gar nicht wissen, ist die Amidala in Wirklichkeit die Prinzessin oder die Königin oder die Kaiserin. Ja, weil man sprach immer davon, sie hat sich halt immer verkleidet, um eben unter das Volk zu sein. Aber in Wirklichkeit war sie ja an sich diejenige, welche die nachher um Abbitte geleistet und versucht hat, Jar Jar Binks auf ihre Seite, also das Volk von Jar Jar Binks, auf ihre Seite zu bekommen. Und nachher musste man lesen und nachlesen, dass Jar Jar Binks überhaupt nicht gemocht wurde, obwohl George Lucas Jar Jar Binks sehr gut mochte und auch gerne in Szene gesetzt hat und so weiter und so fort. Na? Ja, wie gesagt, Skellig Michael oder Michaels Insel, wenn man das übersetzt, Michaels Felsen, total übersetzt. Also in Ireland spricht man, also in Irland spricht man das sicherlich ganz anders aus. Dieses Skellig Michael oder Michael, Skelling Michael oder Skellig Michael, keine Ahnung. Und wir sagen dazu Acho, A-C-H-O, Acho. Ja, mit den ganzen Wesen, die da drauf waren. Und natürlich Luke Skywalker, der da hingegangen ist, um zu sterben. So, er hat seinen Wunsch erfüllt, er ist gestorben. So. Wie gesagt, viele Schauspieler, ihr kennt doch die Namen, da muss ich sie jetzt nicht wiederholen, sind halt verstorben. Aber die Figuren, die sie verkörpern, leben weiter. Ja? Zum Beispiel Leia lebt weiter in Resistance, ja, und als Zeichnung lebt sie weiter. In den Hollywood-Filmen lebt sie halt auch in der Version 9 ein bisschen weiter, was man aus dem 7 heraus adaptiert hat und dort implantiert. Ne? Und so, jetzt bekomme ich Besuch, jetzt muss ich unterbrechen. Ich wünsche euch tollen Star Wars, egal wo.